Und damit herzlich willkommen zurück zu Part 2 von Sons of the Forest. In dem vorigen Part haben wir einmal diesen Unterschlupf aufgebaut und... Hä? Was sagen Sie? Ich bin tot. Ich bin tot! Mich hat eine beim Bäumefällen niedergehauen. Super, und damit startet jetzt erstmal der Part. Okay, ich komme mal zu dir. Na, ich versuch's. Das ist wunderbar. Ich liebe Bäume fällen, denn dann kann dir immer einer hinterhältig in den Rücken stechen. Mit was? Mit seinen Krallen oder mit seiner Sichel? Mir egal was, aber wenn er noch lebt, dann schiebe ich ihm einen Baumstamm hinten rein. Ja, ich finde es ja sehr praktisch, der hat uns einen sehr wichtigen Werkstoff mitgebracht. Schau mal, ob wieder Fische da sind. Schau mal das. Neuer Part, neue Fische? Oder neuer Part und immer noch keine Fische? Naja, ich werde mir jetzt erstmal die wertvollen Ressourcen hier krallen. Krall dir die wertvollen Ressourcen. Ich habe Baumstämme. Immer noch keine Fische. Fische sind ausgestorben irgendwie. Ja, ist ausgerottet. Mir fehlt jetzt aber trotzdem noch ein bisschen was. Mir fehlt noch Klebeband und Seile. Sonst könnte ich mir hier schnieke Rüstung basteln. Ich glaube, das wäre auch ein Ziel von dir, dass wir uns erstmal Rüstung bauen, bevor wir in die Höhlen gehen, oder? Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier ein Lager für Knochen machen. Ich spiele auch immer noch mit dem Gedanken, dass das, was wir hier haben, bloß das Fundament ist und die Decke eigentlich der Boden. Naja, das wäre ein Vorschlag. Vor allem müssen wir eh auf, Achtung, ich zähle Erdgeschoss wieder als erste Ebene. Mhm. Wieder auf die dritte Ebene, weil uns sonst irgendwann einfach ein Wurm beim Schlafen attackiert. Ja gut, das können wir immer noch aufrüsten. Genau, nur ich denke mir halt, wir können das nicht zubauen und... Rampe, it is. Ich mach uns mal einen wunderschönen Steg nach oben, ja? Mhm. Nachdem ich uns jetzt irgendwie unter schwerstem Einsatz meines Lebens und halben Todes 12 Millionen Baumstämme besorgt habe. Jo. Würde ich sagen, nochmal. Und fang dann stattdessen schon mal an, oben die erste Ebene so ein wenig auszubauen, damit wir da oben einen Platz zum Leben haben. Okay. Einen weiteren temporären Platz zum Leben, weil das auch nicht der Platz zum Leben sein wird. Mhm. Ach ja. Hallo. Lass mich hier. Ah! Dreh noch durch. Werde ich hier noch wahnsinnig. Ich würde mich nicht wundern, wenn es hier irgendwann mal in-game einen Sledgehammer geben würde, damit man hier solche Steine wegschnippeln kann. Ich hoffe, es gibt eine Walze. Ich
möchte ungefähr das wiederherstellen, was wir auf dem alten Spielstand hatten. Nur mit dem Unterschied, dass wir es dieses Mal auch fertig machen. Okay. Etwas fertigstellen ist bei einem Bauprojekt immer so schön gesagt. Mhm. Ja. Ich habe diese Ebene fertig. Wie wär's, wenn ich noch eine Ebene mache? Ich könnte aber auch noch eine Ebene machen. Oder noch eine Ebene klingt auch gut. Oder ich mache stattdessen einfach noch eine Ebene. Was ist das da unten und was tut das da? Das soll weg, ich mag das nicht. Wahrscheinlich tue ich gleich die Trockenstände einbauen. Okay. Also vorausgesetzt, die macht dann niemand weg. Machst du erstmal die Firewall? Ja. Das klingt nach einem Plan. So. So. Oh. Ich kann nicht mehr tragen, Stöcke. Ich habe zu viele Stöcke. Ja. Ja. Diese Stelle ist eigentlich so schön zum Bauen, das Einzige, was dann immer davon abhält, sind die verschiedenen Ebenen. Ja, das ist quasi, also es ist halt an einer Stelle gefühlt wie ein Trichter gebaut, weil es so schräg nach unten geht. Ja, dafür habe ich herausgefunden, dass du, wenn du hier irgendwann mal die Schaufel besitzt, dass du hier unfassbar viel Zeug finden kannst. Ja. Du hast so viele Münzen gefunden beim Graben. Kleingeld. Ja, auch Kleingeld ist mein Geld. Das hier sollte einfacher dran zu bauen sein. Ja. Weg damit. Weg mit dem Abfall. Will ich das überhaupt dahin bauen? Ist besser abfall. Ich glaube nein. Und plonk, da fällt wieder was. Quer. Und mit der quer. Das Feuer brennt halt echt in Echtzeit. Es brennt ja immer noch. Eigentlich braucht es die Balken hier doch auch nicht. Okay, das Spiel ist halt jetzt braucht die Balken trotzdem. Macht's nicht mehr Sinn, die Firewall erstmal breit zu bauen und dann hoch, anstatt gleich hoch? Naja, ist halt so, ich möchte die Abschnitte gerne bis oben hin fertig gebaut haben.
Weil so weit, wie ich die jetzt hochgebaut habe, ist ein Abschnitt quasi. Zumindest wird es vom Spiel als ein Abschnitt gezählt in die Höhe. Wir werden so viel Holz und so viele Wälder brauchen. Ja. Und dann irgendwann so im letzten Part rushen wir einfach nur einmal schnell alle Höhlen durch. Ja. Also wie viel Rüstung brauchen wir für die erste Höhle? Was meinst du? Ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn wir warten, bis Mutanten da sind, weil wenn wir die irgendwie zusammengeknüppelt bekommen, dann haben wir Zeug. Oder zumindest Eingeborene mit Lootboxen. Das würde ja schon reichen. Mit der Medizin. Wäre schon mal ein Anfang, weil nur leider haben wir halt keine Seile dabei. Seile und ja, Klebeband haben die dabei, aber ich bräuchte halt Seile. Ich auch, ich brauche einen Bogen. Das bringt mir zwar in der Höhle nichts, aber trotzdem. Das, was uns ja auch noch helfen könnte, wäre halt die Taschenlampe, und bei der Stelle, wo es die Taschenlampe gibt, gibt es hier auch Seile. Ja, ich will jetzt aber trotzdem erstmal bauen. Welchen Tag haben wir überhaupt? Wir haben immer noch Tag 1. Ja. Wir sind sehr sparsam mit dem Tag umgegangen irgendwie. Ich glaube, es bezieht sich darauf, dass morgen Tag 2 ist. Dann spielen wir das Spiel halt einfach an Tag 1 durch. Auch nicht schlecht. Geht das dann als Speedrun? Haben wir das nicht schon mal in 10 Ingame-Tagen geschafft? Wir haben es in weniger als 10 Ingame-Tagen geschafft. Und du bist oben der Fliesenverleger. Freut mich. Ja, schön Fußboden verlegen. Dreh mir aber keine Heizung an. Vielleicht sind die Baumstämme weg, die ich gefällt habe. Ich will keine Bäume fällen, dann hackt mir wieder ein blöder Eingeborener ins Kreuz. Da kommt es dann Flashbacks. Nee, der Eingeborene bekommt dann meinen Baumstamm, der kriegt dann Knockback. Und außerdem sagt das Spiel irgendwie, dass ich hier kein Querding verlegen darf. Keine Quersäule oben dran machen darf. Keine Ahnung warum. Ich baue einfach mal weiter. Oh, man muss sogar mal wieder was weghacken. Von hier aus darf ich. Also bauen in dem Spiel ist immer wieder ein Abenteuer. Was? Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen. Was genau? Der Baum hat Bungee Jumping gemacht. Hey. Ich glaube nicht, dass er die Einweisung dafür hatte. Ich denke auch nicht. Es dauert so unfassbar lange. Naja. Ach, ich dachte, das hier wäre ein Baumstamm. Baumstamm?
noch ein Stein, dann ist dieser Abschnitt hier fertig. Ah, ja. Schaut ja aus wie so ein Ladescreen aus Dark Souls. Ah, stimmt, es fehlt da noch einer. Schaut so aus wie ein Bereich, der lädt, wenn du 5 Sekunden wartest. Lokomotiv, oder wie? Bei mir ist gerade so krass gelaggt, wenn ich die Baumstämme dran gemacht habe, speichere ich lieber mal. Ja, okay. Stell dir mal vor, die Welt wäre es einfach puff! Geplatzt. Ich hasse das, wenn das mit meiner Welt passiert. Und es passiert oft. Ja, das ist dann suboptimal. Und ich finde das nass. Ich finde das Holz richtig. Ich finde, dass das Holz richtig hässlich ausschaut, wenn es nass ist. Wir sind immer noch bei Tag 0. Gut. Was steht hier? 9.38 Uhr. 9.38 Uhr an 9.38 Uhr. Wir schauen mal in 10 Minuten, ob 9.39 Uhr ist. Wir brauchen jetzt zum Glück Kelvin nicht wahr? Wo ist denn Kelvin überhaupt? Bei dem grünen S. Ah! Verstehe. Ah, okay, ich darf hier irgendwie nicht anders hinsetzen. Freut mich. Ich gehe jetzt da mal hier hin. Kannst du mal jeden Boden anfangen, damit ich den fertig bauen kann? Okay. Ach, aber du hast es hinbekommen, oder wie? Was genau? Ah! Ich habe einmal Rechtsklick gedrückt, dann ging das. Achso, du meinst es anders ausrichten von den Blättern? Ja. Genau. Du hast herausgefunden. Das sagst du mir aber früh, dass das so geht. Beziehungsweise das hast du mir nie gesagt. Ja, weil ich auch noch nie gefragt worden bin. Sind mir immer die Liebsten. Ne, naja. Hast du mich gefragt? Ich würde sagen, hier oben kann uns nichts erreichen. Nur, ich glaube, hier oben kann uns was erreichen. Ja, eine Nudel. Unter anderem die Nudel, die kann uns sehr, sehr weit erreichen. Die Nudelnudel. Mach das von hier oben aus. Jetzt darf ich Baumstämme hacken, damit ich hinterher von dem Eingeborenen erschlagen werde. Ganz toll. Ja, das wirst du. Du bist in der Verantwortung, mich den aufzuheben. Okay. Soll ich das hier weg damit? Mit dem Fake-Baum. Über noch richtige Bäume. Ja, ich glaube, wir haben wieder so ein Problem.
Du verlierst keinen Hunger, du verlierst keinen Durst. Na, wir verlieren welches nur ziemlich einsam. Warum kann man das denn überhaupt auf realistisch stellen, frage ich mich halt. Aber vielleicht gar nicht schlecht zum Bauen. Und da fällt noch ein Baum. Ich würde dann einmal sagen, dass es dann erstmal für Part 2 dann hier mit gewesen ist. Wir sind ja jetzt schon mal ein bisschen weitergekommen, was das Gebäude betrifft, was dann später als unsere Hauptbase dienen soll. Nur für den nächsten Part würde ich dann einmal... Für den nächsten Part würde ich dann einmal vorschlagen, dass wir da dann einmal auf Ressourcenjagd gehen. Also ich müsste dann einmal losziehen, um Seile und Duct Tape zu organisieren. Vielleicht noch ein bisschen Fisch. Und dann könnten wir uns ein bisschen Rüstung organisieren dadurch. Ich nicht warte, wahr? Bis die Rüstung von mir kommt. Ah, okay. Also dann, bis zum nächsten Part. Nicht vergessen zu abonnieren, liken und bis dann. Tschüss.